Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marshmap. 3-1 ohne Gräben. Wir sind dabei, auf den letzten zwei Feldern Rüben zu ernten. Wir haben schon einige Felder neu ausgesät und wir sind auch fleißig am Verkaufen. Irgendwie hakelt das hier. Ich muss mal gucken. Wir machen einfach mal weiter. Okay, das ist ein Traktor mit Sämaschine, der darauf wartet, dass meine Rübenfelder oben leer werden. Den kann ich schon mal Richtung Rübenfeld fahren. Und wir sind im Prinzip... Ah, hier gibt es auch noch Sachen abzuholen. Hier wird fleißig produziert scheinbar. Wurde auch nur fleißig produziert. Sachen, die wir verkaufen können. Wir haben 3,7 Millionen auf dem Konto und ja, bereiten uns darauf vor, dass wir mal schön viele Sachen verkaufen können. So, und da oben, das wird das Feld sein, was wir als nächstes, wo wir als nächstes was aussehen, wenn da die Ernte abgeschlossen ist. Dauert noch einen Moment. Und wir schauen mal, was wir auch noch machen können. Wir können noch mal ein bisschen Dünger produzieren, weil Dünger kann man ja bekannterweise gut verkaufen. Und das haben wir nämlich auch vor, Dünger zu verkaufen. Dann können wir noch Dünger produzieren. Ja, der Klaas hat schon wieder durchdrehende Reifen, gucke ich mir gleich an. Erstmal bringe ich hier Gülle zur Düngerproduktion. War doof von mir, eigener Fehler. Ich habe den Kurs scheiße eingefahren. Ja, der Startpunkt hätte etwas weiter südlich liegen müssen, dann hätte das geklappt. Dann wäre alles gut gewesen. Habe ich mit der Länge gekauft. Da steht. Läuft. Mist ist auch noch da. Scheinbar. So, wir werden erstmal jetzt richtig fleißig hier alles verkaufen. Nochmal schnell produzieren. Wir haben ja noch einige Folgen Zeit, bis ich umsteige auf die 400. Also erstens muss sie ja erstmal draußen sein. Und zweitens, das habe ich ja in den anderen Folgen schon angekündigt, habe ich eine ganze Weile keine Zeit zum Spielen und um Videos zu produzieren. Daher haben wir noch einige Tage, Wochen, Zeit, bis ich wieder was mache und bis ich umsteigen werde. Und in der Zeit können wir hier noch richtig schön produzieren. Wo ist denn mein Milch-LKW? Da. Weil Milch muss man auch wegbringen, wird die Molkerei produziert. Also was ich irgendwann mal machen werde, zwischendurch. Ja, das eine Feld ist fertig, meint er zumindest. Ist es aber nicht. Gehe ich gleich hin, wenn ich an der Molkerei bin. Was ich auf jeden Fall machen werde, ich werde natürlich die Produktionsstätten befüllen, so voll wie es geht.
werde dann irgendwann mal einfach außerhalb von einer Aufnahmesession die Zeit so schnell laufen lassen, wie es geht, damit einfach produziert wird, produziert wird, produziert wird, ohne Ende. Und dann werde ich zusehen, dass ich die Sachen dann abhole und verkaufe, dass wir die Lager räumen. Man kann zwar auch einiges mitnehmen auf die neue Map, aber trotzdem werde ich zusehen, dass ich mit so viel Startkapital wie möglich so, ja, du bist aber noch gar nicht fertig. Was hast du bloß vorhin falsch verstanden? Vier Bahnen noch, dann ist er fertig. Der hier wartet auf seinen Abfahrer. Wo ist sein Abfahrer? Ja, nun fahr. Ja, ich hatte hier, ist gerade die erste Folge einer neuen Session und da habe ich dann, musste ich hier irgendwie die Kurse neu laden. Ja. Jetzt soll das wohl gut klappen. Ach, das ist ja schön. Dass hier alles dann so schön seinen geregelten Gang geht. Die Felder wachsen. Fruchtwachstum ist im Moment noch ausgeschaltet. Ja, da sind wir doch. Ich hab Milch. Ich bin nicht mal alle Milch losgeworden, weil die Molkerei voll ist. Mit Milch. Ich könnte Milch da vorne lose verkaufen, aber. Habe ich ja eigentlich nicht vor. Produziert wird aber schön. Können wir gleich Kompost verkaufen. Sag mal, alles was im Hofsilo ist, da mache ich mir jetzt keine Sorgen drum. Da fahre ich jetzt nicht extra. Fange ich jetzt nicht extra an zu verkaufen, aber das nehme ich alles mit rüber auf die neue Map. Ansonsten werde ich schon irgendwie zusehen, dass wir so viel wie möglich bis dahin loswerden. Hier müssen wir noch Mist fahren. Volllaufen lassen. Hier können wir mal noch Wasser holen für die Schafe. Das sieht zwar, glaube ich, gut aus bei den Schafen. Ihre. Ja, Wasser ist gut. Wir müssen noch mal zu den Kühen. Müssen da noch ein bisschen was
machen, aber im Endeffekt ist das hier alles entspannt. Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist, müssen wir mal wieder bei Holzproduktion blicken lassen. Weil da habe ich war ich schon ewig nicht mehr unten in der Ecke. Und Lilly, machst du hier auch sauber? Wieso ist die Sauberkeit nur bei 84%? Weil da draußen so viel liegt. Aha. Verstehe. Warum? Kommst du da nicht hin, weil da die Ballen liegen? Oder das ist einfach, habe ich dich da nicht hinprogrammiert? Muss ich hier dann tatsächlich mal von Hand aufräumen, sauber machen. Wie auch immer. Tatsächlich, da fährt Lilly nicht hin. Naja. Ist dann wohl so. Wie sieht's denn allgemein in der Zuckerfabrik aus? Zucker wird produziert. Bin auch nicht schnell, aber es macht ja nichts. Ja, das stellen wir mal eben hier. Wobei, eigentlich kann ich im Moment erstmal hier stehen bleiben. Man schadet das nicht. Ja, da bleiben wir mal. Und er hier, er verkauft jetzt mal. Achso, wo gibt's denn Kompost am meisten Kohle für? Es gibt sowieso kaum Kohle für Kompost. Im Getreidehandel. Na gut. Zum Getreidehandel. Ja, die BGA ist leer, da habe ich mich nie drum gekümmert. Da habe ich keinen Bock drauf, kann man so sagen. Aber ich muss mich eben um vieles anderes noch kümmern. Ja, der Klaas steckt schon wieder irgendwo im Verkehr fest. Ist doch wunderbar. Gehen sich wieder selber im Weg, meine Helfer. Gucken wir gleich. Wenn wir hier am Ablauf.
geladen sind. So. Ja, wir verkaufen Kompost, füllen unser Konto ein bisschen, viel gibt es da eh nicht für. Ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Hinterlasst mir ein Like, einen Kommentar oder abonniert mich, würde mich freuen. Noch mehr freut es mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne sage ich, ciao!